der hat sein Brot gebacken. Wer das auf Malta sagt, der meint, jemand ist reich. Sehr reich. Briefkastenfirmen, Glücksspiel oder Steuerschlupflöcher, das ist das Brot- und Buttergeschäft im kleinsten Staat der EU. Regulierung? Nein, danke. Wer lässt sich schon gern die Butter oder das Olivenöl oder die Kapern vom Brot nehmen? Sicher nicht von Maltas Landbrot. Unter der Decke halten. Damit haben Sie auf Malta Übung. Maltesisches Brot ist traditionell ein Sauerteig, ein Weizensauerteig. Der gärt eine Nacht lang und erst am nächsten Morgen wird alles aufgedeckt. Doch Vorsicht, wer auf Malta Enthüllungen im Sinn hat, der muss um Leib und Leben fürchten. Eine Journalistin, die Korruption in höchsten Regierungskreisen nachging, wurde auf offener Straße ermordet. Es ging um Geldwäsche, Steuerhinterziehung, den Verkauf von EU-Pässen an reiche Ausländer. Auf Malta kommt gerade alles zusammen, in unserem Rezept auch. Wasser, Hefe, Olivenöl, Salz, Sauerteig und natürlich Weizenmehl. 650 Gramm feines und 150 Gramm grobes Mehl. Das sind 1 Gramm grobes Mehl pro Milliarde Dollar, die jedes Jahr auf maltesischen Konten landen. Insgesamt 150 Milliarden. Auf Malta sagt man, Malta hat Weizen nie abgelehnt. Mit anderen Worten, einem geschenkten Gaul schaut man auch auf Malta nicht ins Maul. Jetzt wird der Teig bearbeitet, so wie Maltas Justizminister Owen Bonici. Von mehreren EU-Ausschüssen. Zähes Kneten, 8 Minuten in der Küchenmaschine. Der hat übrigens sein Brot, wie man auf Malta sagt, also seinen Job, nicht verloren. Genau genommen hat auf Malta keiner seinen Job seit dem Mord an der Journalistin verloren. Brüssel fordert Aufklärung. Malta muss Europa und der Welt zeigen, dass seine Institutionen gesund und robust sind. Genauso robust und gesund wie das maltesische Brot. Denn daran kann sich Maltas Regierung ein Beispiel nehmen. Sauerteig ist ein Top-Futter für unsere Darmpolizei. Gute Bakterien, die Giftstoffe regelrecht ausschwemmen. In nur 2 bis 3 Stunden verdoppeln diese Bakterien den Sauerteig. Aber nicht zu lange warten, sonst zerfallen die Glutenbrücken wieder. Auch damit hat Malta Erfahrung. Den Teig jetzt stürzen und wie mit Samthandschuhen anfassen. So wie Malta auch weiterhin mit Großkonzernen umgeht. Dann bei 250 Grad 30 Minuten backen auf einem heißen Stein. Denn das war Malta immer schon in der Geschichte. Ein sonniger Trittstein zwischen den Kontinenten. Für die Griechen, die Römer, die Araber, die Normannen, die Franzosen und die Briten. Doch irgendwann war für alle der Ofen aus. Das fordern viele Einheimische jetzt auch im Fall der dunklen Geschäfte. Denn auf Malta heißt es, den Himmel kann man für kein Geld kaufen. Wozu auch, wenn das Brot schon so schmeckt. Einfach himmlisch.